Das neue Semester geht los und für viele Studierende wird es aber richtig schwer, in Berlin eine bezahlbare Wohnung zu finden. Fast jeder dritte Studierende ist sogar von Armut betroffen. Das Problem ist, es wird zu wenig für Studierende gebaut. Es wird, wenn gebaut wird, tatsächlich auch zu teuer gebaut. Also selbst bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen zahlt man teilweise mehr als 20 Euro den Quadratmeter für eine Studierendenwohnung. Und auf dem privaten Wohnungsmarkt ist es für Studierende fast völlig unmöglich, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Also durchschnittlich zahlt man in Berlin für eine WG jetzt schon 640 Euro. Nur noch München ist überhaupt teurer. Ja, was haben wir an Lösungsvorschlägen anzubieten? Wir wollen ein kommunales Wohnungsbauprogramm starten und da auch einen Schwerpunkt auf bezahlbares Wohnen für Studierende legen. Da gibt es jetzt auch vom Land Berlin aus ein neues Förderprogramm. Wir wollen, dass die Mieten insgesamt in Berlin sinken und deswegen wollen wir Deutsche Wohnen und Co. enteignen und wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass ein Mietendeckel in Berlin eingeführt wird, damit eben auch Studierende eine bezahlbare Wohnung finden.